Jo Leute, euer Lithuage, der nächste Part vom FM, der dritte. Ich habe außerdem schon weitergedrückt gehabt und deswegen sind wir schon vorm Spiel. Gehen also diesbezüglich auch direkt rein. Laden kurz das 3D-Spiel, es dauert ja zum Glück bei mir nicht so lange. Ich glaube, die paar Sekunden können wir alle verkraften. Ja, das letzte Spiel haben wir ja 1-0 gewonnen. Bisschen mageres Ergebnis, würde ich jetzt mal behaupten. Im Kreismenü lassen sich direkt einstellen. Okay. Das ist natürlich ein netter Tipp. Wir spielen gegen St. Gerold. Erster FC St. Gerold. Wir befinden uns ja immer noch in Österreich im Trainingslager. Deswegen auch melden wir uns gleich direkt aus einer Trainingsarena, kann man sagen, zurück. Da sind wir auch schon in der Trainingsarena. Mit Kraft, Plattner, Taitinga, Brooks, dem wir mal eine Chance geben wollen. Niemeyer, Skilbrek, Hegler, Stocker, Kalu und Shiba. Gucken wir, der Einsatz dürfte wieder relativ oft gering sein. 25%. Wir wollen aber hier mal. Da kommt schon. Aha. Relativ hoch im Einsatz gehen. Ah. Leute, ich habe mir überlegt, die Geschwindigkeit um 1 hochzustellen. Ich hoffe, das geht da nicht zu schnell. Der war viel zu weit. Dann haben wir Kalu. Der darf mal den Ball behaupten. Aber leider zum Tor aus. Hegler, der den Ball hier ober. Kalu auf Schieber. Dennoch aufs. Oh, Stocker und 1-0. Da geht es doch direkt mal gut los. Und von Schieber eine Vorlage. Aber es ist natürlich auch mit der Stärke kein Gegner. Muss man ganz nett so sagen. Ich habe mit einer Mannschaftsstärke von 150 oder so. Und wir haben hier was mit 790 oder so. Oder 760, keine Ahnung jetzt gerade genau. Aber wir sind da wirklich klar überlegen. Aber das ist halt ein guter Aufbaugegner, um auch ein bisschen in Form zu kommen. Da haben wir uns für den Gegner auch entschieden in der Vorbereitung. Oh, Kalu geht den Mann an, jetzt Stocker am Ball, auf Shiba. Oh, Shiba nochmal, oh. Oh, schade. Shiba wieder am Ball. Und auf Kalu, der scheint noch nicht so richtig drin zu sein im Team. Solomon Kalu. Wird da gelegt, aber wir hatten einen Vorteil. Was war da jetzt? Scheinbar ein Handspiel, obwohl ich jetzt kein direktes gesehen habe. Shiba verliert wieder den Ball. Shiba auf Kalu. Der auf Hegeler und der auf Shiba. Und Shiba haut das Ding daneben. Also, ich habe eben mit einem Kauersau gesprochen. Wegen dem Stürmer, da wir ja wirklich ein bisschen eingestrengt sind mit dem Stürmer, haben wir und ich selber gute Erfahrung mit dem Spiel gemacht habe. Jonas auch mal schon sagen. Philipp Hofmann von Kaiserslautern, der hat eine große Zukunft vor sich und ich glaube, den könnte man als zweiten Stürmer auf jeden Fall mal holen als Backup. Oh, Stocker, Schieber auf Kalu. Oh, jetzt macht der Schieber ihn. Aber hätte den auch noch daneben gesetzt, dann. Hat mal ein bisschen rumgebrüllt. So. Lösmann. Schieber. Skilbert, Schieber wieder. Haitinga auf Plattner. Der auf Schieber. Nee. Stocker. Jetzt Schieber. Schieber hat eine unglaublich schlechte Passquote. Wir gehen in die Halbzeit. Wollen uns auch mal kurz nach dem Spiel hier mit dem Masseuren beschäftigen, weil anscheinend haben wir hier keine. Wir machen den hier. Assistent. Wir haben einfach keine Massage. So. Wollen wir von Schieber mal die gute Note sichern. Und bringen Haraguchi noch. Dann lassen wir den Rest den Co-Trainer machen. Wir gehen dann direkt zurück.
Mal gucken, ob Ronny als Stürmer was reißen kann. Hat jetzt keinen schlechten Schuss. Ist zwar nicht der schnellste mehr. Seinem Alter. Oh, ah, es war abseits. Beim 3-0 werde ich da noch ein bisschen zurückschrauben, den Einsatz. Salomon Kalou, das gefällt mir noch nicht so wirklich. Oh, jetzt Ronny durch. Warum läuft er denn da nicht aufs Tor zu? Unsere erste Ecke. Gar nicht so schlecht gemacht. Niemeyer. Boah! Stark von Ronny hier. Der wirklich einfach mal eine Direktabnahme macht. Oh, Haraguchi, Ronny. Ronny schon wieder. Und das nächste Tor von Ronny. Also Ronny könnte man durchaus nochmal ein Stürmer-Backup dann benutzen. Boah. Also Ronny, seine Schüsse sind schon richtig geil. Ronny. Kalou. Und jetzt macht auch Kalou endlich mal ein Tor. Ich sag ja, das ist hier eher ein Aufbaugegner. Also nicht wundern über das Ergebnis. Lustenberger für Anthony Brooks. Ronny auf Haraguchi. Ronny holt sich den Ball nochmal wieder. Ronny. Oh. Solomon Kalou. Und wieder Ronny. Wahnsinn. Also eine Torausbeute von einem Ronny ist natürlich mal gegenüber einem Schieber. Und das können wir direkt vergleichen, weil beide werden eine komplette Halbzeit spielen. Ist ja ein Weltunterschied. Schön. Boah, schade. Salomon Kalou. Boah, schöne Kombination hier. Ah, der war wieder schlecht. Kommt er noch dran? Nein, leider nicht. Benatirao als Rechtsverteidiger eingewechselt. Boah, Ronny. Sauber. Schönes Spiel hier von Ronny und von Haraguchi. Jetzt Ronny mit einem Foul. Skillbrett. Auf Behrens. Oh, den kriegt er nochmal. Oh, der hätte den Angriff aber noch laufen lassen können. Wir gewinnen jetzt 7:0. Natürlich auch hochverdient. Aber es ist halt, wie gesagt, der Gegner war kein Prüfstein. Da haben wir hier Haraguchi mit einer 1,0. Ronny mit einer 1,0. Da haben wir hier wirklich noch ein paar gute in der Defensive. Ja, was soll ich euch sagen? So, wir können mit Potters fahren. Ne? Das ist natürlich sehr schön. Du wirst für die Amateurmannschaft verpflichtet. Ich glaube, du spielst auch mal in der ersten Mannschaft. Auf 5 Jahre. Und dann werden wir ihm das Angebot geben. Oh, wir haben Erik Dohm bekommen. Die Leihgebühr beträgt 3,4 Millionen. Thomas Kraft weist Angebot zurück. Das fängt ja schon wieder herrlich an. Da müssen wir jetzt natürlich... Das bringt uns jetzt ein Torwart. Spieler anbieten. Bremen meldet sich damit im Angebot. Jetzt braucht man Torwart. Jetzt geht's los. Weil wenn er das Angebot schon nicht annimmt, was soll ich euch sagen? Was sollen wir da noch machen? Wir suchen Torhüter. Wir haben einen einzigen, der in Frage käme. Das war Kevin Trapp, aber den können wir wahrscheinlich nicht stemmen. Wir werden dann Ron-Robert Zieler. Der möchte natürlich nicht gekauft werden.
Für 2 Jahre. Was soll ich da machen? Budgetänderungen. Den Investor können wir vielleicht irgendwann mal, wenn wir zum Beispiel unerwartet in den Europapokal kommen, aktivieren. Jetzt versuchen wir das nochmal. Grundrubezieher. Leihangebot. 2 Jahre. Okay, damit haben wir Ron-Robert Zieler für 2 Jahre geliehen. So. Damit könnten wir eigentlich Plattenhardt verkaufen. Und da vielleicht zur Laie, ne? Sehr schön. Den können wir dann verleihen mit einer Kaufoption. So, wollen wir Ronny. Ronny natürlich sehr schön im letzten Spiel. Solomon Kalou, der kriegt einfach keine Fitness dazu. So. Also Ron-Robert-Zieler werden wir leihen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Haben wir dann erstmal für 2 Jahre. Gehen wir einen Tag vor. Vertrag unterzeichnen. Vertragspartner, Kaufoption 4,6 Millionen. Das nehmen wir dann einfach mal so. Verhandlung abbrechen. So. Dann können wir jetzt mal nach Lautern suchen. Kaiserslautern. Und wir suchen Hofmann. Wo ist er denn? Da. Ach, er ist gerade erst dahin gewechselt. Das ist natürlich nicht so schön. Dann haben wir hier. Pelin Lapas nur geliehen. Dann müssen wir mal in der Bundesliga rumgucken. Steffen Aigner ist hier schon zu Hannover gewechselt, Entschuldigung. So, wir könnten mal versuchen, Nils Petersen zu verpflichten. Er ist vom Gesamtpaket nicht überzeugt. Hamburg was Gutes, was wir verpflichten können. Stürmer ist wieder sogar. Anton Rudnes. Ah, ist jetzt nicht so das Ding, was wir gerne hätten. Wie sieht's denn bei Köln aus? Simon Zoller. Er dürfte auch gerade dahin gewechselt sein, ja. Osako.
Paderborn, Marvin Ducksch, der ist ja nur geliehen. TSG Hoffenheim, Soloi, Modeste wäre vielleicht noch einer. Da müssen wir mal gucken, ob wir auf dem Transfermarkt vielleicht noch was Gutes finden. Spieler suchen. Stürmer. Nur realistische Transfers. Davy Selke hatten wir da. Cadless Allen. Die anderen kenne ich alle so nicht. Kann ich gar nicht einschätzen. Cadless wäre natürlich. Ich weiß nicht, ob wir das durchkriegen. Angebot unterbreiten. Natürlich nicht. Vielleicht die wie Silke. Wenn jetzt nicht zu viel wert ist. Oh, das geht sogar. So, da haben wir da. Da haben wir das. Akzeptieren. Rondrobezieler ist da. Könnte man natürlich sehr schön feiern. Kraft wird uns ja definitiv verlassen. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir auch an dieser Stelle schon wieder den Part. War ein kürzerer jetzt. Wenn ihr noch Transfervorschläge gehabt, haut es einfach raus. Wir sind ja wirklich schon mitten in der Vorbereitung drin. Falls ihr sagt, wir können den einen oder anderen noch abgeben, macht ein paar Vorschläge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part. Bis dahin, euer Elite Rage.